Hey Leute, der Roller startet mir mit der Kondensatorbank nicht mehr. Ich habe den jetzt mal an 13,8 Volt, ich habe ihn ausgebaut, habe ihn an 13,8 Volt gehangen und sehe, dass von den Balancern 1, 2, 3, 4, 5 leuchten, aber die hier nicht leuchtet. Jetzt werde ich mal die Spannungen messen. Okay, dazu lege ich mal was drunter. Ich hoffe, man kann das Multimeter sehen. Ich fange an bei der ersten, die leuchtet. 2,435, okay. Vergleichen mit der zweiten. 2,422 ist okay. Mit der dritten. 2,427, okay. Dann die vierte. Richtig dran. 2,428 ist auch okay. Dann die nicht leuchtet hier. 1,636. Vielleicht liegt es daran, dass der nicht mehr startet, dass der kaum noch Strom liefern kann. Und die letzte. 2,435. So, jetzt habe ich vor, mal alle auf so 2,4 Volt zu bringen. Ich schätze mal, dass die kaputt ist. Ich habe den immer auf 13,8 Volt geladen. Und klar, die 1, 2, 3, 4, 5, die werden geblenzt. Aber die letzte hier, wenn die Ladespannung kleiner ist, sodass nicht alle Balancer ansprechen, ich glaube, dann werden die nicht komplett balanced. Vielleicht ist sie deshalb kaputt gegangen. Vielleicht ist es aber auch die eine leichte Beule hat, wo als ich die Alkos oder die Superkondensatoren geliefert bekommen habe, da hat die eine so eine ganz leichte Beule und ich glaube, das war die und die war schon immer ausfällig. Jetzt lade ich den mal auf 16 Volt oder auf etwas über 16 Volt. Und schau dann mal, wenn die Zelle dann hochgekommen ist, dann werde ich die mal entladen und schau, wie weit die Spannung zusammenbricht. Aber mir fällt schon was auf, wenn ich jetzt aufdrehe auf 15 Volt, 0,6 Ampere fließen, man leuchtet die Hölle. Der Innenwiderstand von der Zelle, der ist ja sehr hoch, die ist ja sehr hoch um mich geworden. Der Kondensator ist so hoch um mich geworden, als wäre der gar nicht mehr da. Also so verheizt er ziemlich viel und wenn dann 15 Volt, 15 Mann ist die hell, wenn fast 16 Volt ist, dann wird der sehr hell. Ich schau mal, ob der Balancer richtig funktioniert. Okay, ich habe gerade gemessen, der Balancer funktioniert richtig. Aber halt, wenn ich die Spannung jetzt höher drehe, Mann ist die hell. Der Innenwiderstand von der Zelle hier, der ist ja extrem, also die ist hoch um mich geworden. Warum auch immer die hoch um mich geworden ist. Aber die ist kaputt, eindeutig. Die anderen sind noch heil. Na, warum ist die kaputt gegangen? Der Balancer funktioniert auf jeden Fall. Man kann es an der LED auch sehen. 15,3, 15,4, 15,7, 15,8. Man, mir brennt fast die LED durch. Ach, die ist sehr hoch um mich. Wenn ich auf 15 Volt runtergehe, dann ist sie wieder aus. Die ist sehr hoch um mich geworden. Die Kondensator ist kaputt. Dann mache ich die jetzt mal raus, dann habe ich nur noch 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann muss ich mit der Systemspannung ein bisschen runtergehen und dann könnte es vielleicht gehen, dass ich damit den Roller wieder starten kann. Die Zelle, also der Kondensator ist irgendwie kaputt gegangen. Okay, ich habe jetzt den Kondensator mal rausgenommen, da wo die Lampe nicht leuchtet und dann extrem hell leuchtet und es ist tatsächlich der mit der Delay. Die hat hier tatsächlich, das ist der, der die Delle hat. Der bei der Lieferung schon eine Delle hatte hier. Und der von Anfang an wohl schon beschädigt war. Also es ist ganz gut gegangen, aber hier, der ist von Anfang an beschädigt gewesen. Nur was ist das? Hä, ist der da ausgelaufen? Also da hat der eine Delle. Und da? Schaut aus, wie wenn ein Loch drin wäre. Der hat da eine Delle. Und da ist er wohl ausgelaufen, oder was? Das ist aber komisch. Also der war von Anfang an schon beschädigt. Und der ist da jetzt durch ein Loch wohl auch ausgelaufen. Daher ist er hoch um mich. Och Menno, wenn man Kinderkondensatoren bestellt. Da ist tatsächlich ein Loch drin. Ich würde sagen, ich mache das da mal ab. Ich versuche das mal abzumachen. Da. Ich versuche mal die Isolierung abmachen. Ich gucke mal. So, und ich glaube, den hätte ich von Anfang an genauer anschauen müssen.
Die hat ja hier eine Delle. Hier hat er eine Delle. Und hier hat er eine Delle. Da ist echt ein Loch drin. Wie kann sowas passieren, dass da ein Loch drin ist? Dass er da ausgelaufen ist. Also, okay, der war von Anfang an, war der schon kaputt. Echt von Anfang an. Ich mach das mal ab. Wie kommt das, dass da ein Loch drin ist? Da war von Anfang an, wo ich den aus China bekommen habe, schon ein Loch drin in den 500F-Kondensator. Das nächste Mal, wenn so ein Kondensator eine Delle hat, wo ich aus China bestelle, glaube, dann werde ich mich beschweren. Dann werde ich eine schlechte Bewertung hinterlassen. Oder auf jeden Fall mich beschweren. Da ist ja echt ein Loch drin. Dann war von Anfang an ein Loch da drin, daher war der von Anfang an auffällig. Wirklich, von Anfang an war der 500F-Kondensator auffällig hier. Und jetzt ist er hochohmig. Und wegen dem startet die mir das nicht. Da ist wirklich ein Loch drin. Hier. Das sieht aus wie eine kleine Delle. Wie wenn jemand da ein Loch reingestoßen hätte hier. Der ist dann da ausgelaufen mit der Zeit jetzt. Jetzt nach 2 Jahren geht der nicht mehr. Okay, also prinzipiell funktioniert das mit den Kondensatoren. In dem Fall mit dem Kondensator, der eine Delle hatte und da ein Loch, was irgendwie, ja, für China-Qualität spricht, also da ein Loch ist, tja, geht das nicht. Jetzt kann ich nur eins machen, entweder ich kaufe einen neuen 500F, weil die anderen hier, die scheinen ja noch okay zu sein. Ich mache die jetzt mal zusammen hier, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mal 2,7 Volt, das sind, glaube ich, 13,5 Volt. Dann kann ich die 5 zusammen machen. Ich muss den Spannungsregler aber auf unter 13,5 Volt machen. Dann könnte ich den mit den 5 vielleicht starten, den Roller. Dann könnte das wieder klappen. Ich probiere das mal aus. So, ich lade die jetzt mal auf 13 Volt auf. Es fließt bei 12,6 Volt jetzt schon 1 Ampere. Es fließt 1 Ampere. Ja, weil die sind nämlich alle ziemlich gleich, die 5, die 1, 2, 3, 4, 5, die sind ziemlich gleich. Das sieht man ja auch jetzt, wo die Balancierschaltung angeht. 12,8 Volt sind wir, es fließt 1 Ampere, 12,9 Volt. Ah, jetzt geht die Spannung, die Strom runter, 0,8, 0,7 Ampere. Also die haben wohl echt noch Kapazität. Und ich denke, dass die auch noch viel Strom liefern können. Aber der hier, dass der da ein Loch hat, über das ihr die letzten 2 Jahre langsam nach und nach ausgetrocknet hat, das ist schon krass. Also, wenn ihr ein China kauft, passt auf, wenn so ein Alkonedelle hat, dann kann es sein, dass der auch noch ein Loch hat, das man nicht gleich sieht, und über dieses Loch dann nach und nach ausläuft. Das ist echt krass. Das Loch ist echt hier. Hier ist das Loch. Ich meine, die Folie geht bis oben drüber, aber genau hier ist das Loch und da ist er ausgelaufen. So, hoffe, dass die da nichts haben, aber es schaut nicht so aus, weil 1, 2, 3, 4, 5, die funktionieren. Okay, dann das, warum der jetzt nicht die ganze Zeit über funktioniert hat und ich den Roller nicht mehr starten konnte, das lag an der chinesischen Fertigungsqualität, weil ich mich da ein bisschen bescheißen habe lassen. So, ich bin auf 12,9 Volt und es fließen 90 mA. Ich glaube, ich sollte nicht über 13 Volt gehen. 12,9 ist okay. Das bedeutet, ich muss die Rollerspannungsregelung anpassen. Ich darf die nicht höher als 13 Volt machen. Weil die jetzt schon ganz schön hell leuchten. Das heißt, ja, schon wird der warm. Ja, der wird warm. Der wird heiß. Der wird warm. Okay, weniger als 12,9 auf jeden Fall. Ich muss mit der Systemspannung runter. Ich kann ihn nicht auf 13,8 lassen, weil die Balancer sonst zu heiß werden. Mal auf 12,5. Ich muss den auch mal schauen, ob 12,5 geht, wie viel das dann bei 12,5 an Strom fließt. Also die werden ganz schön heiß, die Transistoren. Ja, ich tue den mal entladen. Das heißt, ich nehme mal eine 12 Volt 21 Watt, bin ich? 12, das ist eine 12 Volt 5 Watt 21 Watt. Da ist die 21 Watt, da die 5 Watt, 21, schaut sehr gut aus, weil hier die Balancer immer noch gut leuchten.
die sind alle niederohmig, wenn ich damit 21 Watt die belaste, die sind alle schön niederohmig. Ja. Die sind alle echt schön niederohmig, die leuchten ja echt gut, die Balancer. Ja. Die DC Zellen da balancen. Aber ich muss von der Spannung hier runter. Schauen, jetzt leuchtet ja fast gar nicht mehr. Jetzt schaue ich mal, wie viel Spannung habe ich denn? Wie viel Gesamtspannung habe ich? Ich habe 12,23 Volt so. Ich darf hier mit den 5 Zellen nur auf 12,5 Volt gehen. Das heißt, ich muss den Roller Spannungsregler ausbauen, den auf 12,5 Volt machen. Und da könnte ich den Roller mit diesen 500F-Kondensatoren dann vielleicht wieder starten. Und was mache ich mit denen hier? Ich glaube, den werde ich irgendwann mal noch ein Video machen, den werde ich zerlegen und mal schauen, was da drin ist. Und finde ich doof, dass ein Chinese mir einen zerdalten Kondensator halt mitschickt. Das waren 6 Stück, die ich gekauft habe. Einer war zerdalt. Die eine, der zerdalt war, das ist auch der, der auffällig war. Das ist jetzt auch der, der hochohmig geworden ist, weshalb das Ganze nicht mehr funktioniert hat, wo der Balancer jetzt auch nicht mehr ausbalancen hat können. Aber der Balancer hat funktioniert. Also die Balancer, die waren alle heile von dem. Tja, die sind auch nie, also sie sind auch nie überladen worden, die einzelnen. Ja, probieren wir es mal mit 5. Gehen wir mit der Systemspannung runter und ja, habe ich nicht gemerkt. Ich habe ein Video gemacht über Roller mit Superkondensator, das super gut funktioniert hat. Das hat so lange gut funktioniert, bis der Kondensator halt immer wieder nach und nach ausgelaufen und hochohmig wurde. Aber die anderen hier sind nicht hochohmig geworden. Die sind wohl noch heile. Also das merke ich auch an der 21 Watt Glühbirne, da geht die Spannung von denen eigentlich so gut wie gar nicht runter. Nur bei denen halt. Tja, dumm gelaufen. Okay, danke fürs Zuschauen.